Sami gegen Smudo von den Fantastischen Vier. Sechsjähriger Wappenkenner gegen reiselustigen Rapper. Von wegen fantastisch. Das Duell. Deutschland und seine Städte. Wer kann sie richtig zuordnen? Allein am Wappen. Ich sag's dir ganz konkret, gleich wirst du zerlegt. Ich erkenne mehr deutsche Stadtwappen als Smudo. Sami und Smudo müssen in 90 Sekunden so viele Stadtwappen wie möglich richtig erkennen. Wer mehr richtig hat, gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Bielefeld. Ja. Regensburg. Ja. Trier. Ja. Frankfurt. Ja. Mörs. Ja. Ingolstadt. Ja. Neuss. Ja. Lübeck. Ja. Halle-Saale. Ja. Duisburg. Ja. Jena. Ja. Krefeld. Ja. Pforzheim. Ja. Herne. Ja. Leverkusen. Ja. Darmstadt. Ja. Heilbronn. Ja. Bremerhaven. Ja. Koblenz. Ja. Solingen. Ja. Berlin. Ja. München. Ja. Oldenburg. Ja. Gelsenkirchen. Ja. Kassel. Ja. Offenbach. Ja. Wolfsburg. Ja. Essen. Ja. Reutlingen. Ja. Köln. Ja. Chemnitz. Ja. Ludwigshafen. Ja. Bottrop. Ja. Freiburg. Richtig. Salzgitter. Richtig. Nürnberg. Ja. Göttingen. Ja. Siegen. Ja. Münster. Ja. Würzburg. Ja. Hagen. Ja. Hamburg. Ja. Paderborn. Ja. Mannheim. Ja. Mülheim. Was? Mülheim. Mülheim, ja. Potsdam. Ja. Karlsruhe. Ja. Leipzig. Ja. Wuppertal. Ja. Ulm. Ulm. Hey, das ist dein Applaus. Jetzt darfst du lachen, jetzt hast du es hinter dir. Zu dir kann ich das sagen, zu Dolph Lundgren nicht. Alter Schwede. Ja? Mann, war das ein Tempo. Das war ja irre, war das ja. 49 waren das. Ja? Das war super. Komm runter. Mann, ging das flott. Sami, du kannst der nächste Sendung noch mal wiederkommen und dann machen wir Stadtwappen mit verbundenen Augen erkennen. Ja. Okay? Soll ich ihn überhaupt? So, Smudo. Also zuerst war ein Beat und dann kommt so eine mittelalterliche Zwölftonmusik. Mhm. Das, ja, wir sind da sehr variabel. Absolut. Okay, geht's los. Ja, komm. So, bist du bereit? Ja. Es ist ja dieselbe Reihenfolge, die Sami auch gehabt hat, damit es da keine Schwierigkeitsunterschiede gibt. Okay. Ne? Gut, dann auch für dich. Die 90 Sekunden laufen mit dem ersten Wappen, das erscheint. Toi, toi, toi. Auf los geht's, los. Bielefeld. Ja. Regensburg. Ja. Trier. Ja. Frankfurt am Main. Ja. Mörs. Ja. Ingolstadt. Ja. Du kannst auch weiter sagen. Ne? Weiter. Ja. Ah, so. Neuss, egal. Ja. Lübeck. Ja. Halle-Saale. Halle-Saale, ja. Duisburg. Ja. Oh, Jena ist das. Ja. Krefeld, Kopf ab. Pforzheim. Ja. Pforzheim. Das ist Herne. Ja. Leverkusen. Ja. Darmstadt. Ja. Das ist Heilbronn. Ja. Bremerhaven. Ja. Koblenz. Ja. Solingen. Ja. Berlin. Ja. München. Ja. Oldenburg. Ja. Gelsenkirchen. Ja, ist ein Zeitspiel, gell? Kassel. Ja. Ich sag doch, so schnell ich kann. Das ist Offenbach am Main, mein Geburtsort. Wolfsburg. Ja.
Essen. Ja. Reutlingen. Ja. Köln. Ja. Chemnitz auf der rechten Seite. Ja. Ludwigshafen am Rhein. Ja. Bottrop. Ja. Oh Gott. Freiburg am Breisgau. Ja. Staatsgitter. Ja. Oh, Freunde. Ah. Sami, komm rüber. Also, erstmal müssen wir sagen, wie fandst du Sami, wie er es gemacht hat? Schlecht. Ja, warum? Er war nicht so gut wie ich. Naja, sehr gut. Also, erstmal, ich würde sagen, er war ganz gut. Er hat ja ganz viel gewusst. Ne? Er war ein bisschen langsam vielleicht. Da müsst ihr noch dran arbeiten. Ja. Ja, ne? Schon. Okay, gucken wir Sami mal. Trägt also, ich das muss Herz einfach wirklich. Sami, das sage ich mit ganzem Respekt. Du hast eine super Leistung gebracht. Sami hat 49 geschafft. Ja? Ohne einen Fehler. Aber Smudo, auch ganzen Respekt an dich. Ja? Super gemacht, super vorbereitet, super Leistung. Ein bisschen am Tempo hat es gehabt. Ne? Also 33. Insofern haben wir einen Sieger im Stadtwappenduell und das ist Sami. Hoch die Hände, Wochenende!